Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum wöchentlichen FCS-Magazin. Heute unser Gast, der Teamkapitän Manu Zeitz. Hallo. Hi. Sollen wir noch auf das Spiel eingehen, das Ligaspiel, oder sollen wir gleich schon zum Saarland-Pokalfinale übergehen? Ja, ein bisschen eingehen müssen wir schon noch, weil es geht halt wieder um 3 Punkte, aber ich glaube, das bedeutend wichtigere Spiel ist das Pokalspiel. Kann man jetzt den Fokus überhaupt noch zu 100% auf das Ligaspiel setzen, oder ist das... Ich will immer sagen, DFB-Pokalspieler, aber es ist ja noch der Saarland-Pokal. Ja, ist da schon zu sehr der Fokus drauf? Na, ich denke, wenn man jetzt noch das Siegerspiel hat, dann, wenn man auf dem Platz steht, dann will man das Spiel natürlich auch gewinnen. Das gehört einfach dazu. Das will, denke ich, jeder. Und ja, auch einen guten Abschluss für unsere Fans machen. Im letzten Heimspiel der Saison noch einmal die 3 Punkte holen. Und ja, dann ist der Fokus natürlich voll auf Elversberg gelegt. Habt ihr euch irgendwas Besonderes ausgedacht für das letzte Heimspiel? Boah, da müsste jetzt der Trainer hier sitzen, ob er sich was Besonderes ausgedacht hat noch. Aber keine Ahnung, wird man sehen. Irgendwie ein Dankeschön an die Fans oder sowas. Ja, ein Dankeschön werden sie mit Sicherheit bekommen. Also, die haben uns das ganze Jahr hervorragend unterstützt und das gebührt schon ein großer Dank. Du bist ja der Teamkapitän. Wie ist das besonders in dieser Beziehung mit den Fans? Hast du da eine besondere Stellung als Bindeglied zwischen Fans und Mannschaft? Ja, ich glaube jetzt weniger wegen dem Kapitänsamt. Ich glaube eher, weil ich halt von hier komme, früher noch selbst auch in der Kurve lange Zeit gestanden habe und so. Und ja. In der Hinsicht wahrscheinlich schon so ein kleines Bindeglied, aber wie schon gesagt, die Fans, die machen das, ihre Sache von alleine ganz gut. Auf deine Geschichte wollen wir dann gleich näher eingehen. Aber kommen wir nochmal zurück zum Finale. Habt ihr euch jetzt schon langsam den Fokus drauf gesetzt, beziehungsweise Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, oder passiert das erst wirklich nach dem letzten Ligaspiel? Also wie gesagt, mittlerweile ist nur Hessen-Kassel ist momentan Thema und ich denke, nach dem Spiel ist auch noch genügend Zeit, um sich wieder mit Elversberg zu beschäftigen. Wir hatten das Vergnügen schon zweimal dieses Jahr, wissen halt, was die können, die wissen, was wir können und ja, wird bestimmt ein gutes Spiel zum Schluss. Das FCS-Magazin heute mit unserem Teamkapitän Manu Zeitz, und was wir zwei früher schon mal miteinander zu tun hatten, das erzählen wir dann gleich im FCS-Magazin. Willkommen zurück zum FCS-Magazin. Manu Zeitz, der Teamkapitän, heute unser Gast. Ja, das Saarland-Pokalspiel steht natürlich im Fokus gegen Elversberg. Kommen wir mal schon zur nächsten Saison. Jetzt gibt es ja den einen oder anderen Wechsel von Elversberg nach Saarbrücken und umgekehrt. Werden da die Mannschaften so ein bisschen durchgemischt? Na, das glaube ich jetzt nicht ganz. Also zwei Spieler haben wir jetzt von ihnen verpflichtet. Ich glaube, dabei bleibt es auch weitestgehend. Von uns ist, glaube ich, jetzt gar keiner hingegangen. Oder ich habe jetzt einen Fehler im Kopf, aber ne, die zwei Spieler und ja, wir hoffen natürlich, dass sie uns weiterbringen, wie diese Saison. Ihr habt ja auch schon den einen oder anderen Neuzugang, auch aus einer anderen Region, auch aus einer dritten Liga zum Beispiel. Erhoffst du dir davon, dass es dann im nächsten Jahr endlich klappt? Ja, natürlich. Also wir wollen nächstes Jahr, wollen wir ganz klar nicht nur oben mitspielen, sondern in die Relegation kommen. Das wird erstmal schwer genug. Dann hat man noch die Relegationsspiele und ja, im Endeffekt soll dann nachher der Aufstieg schon zu Buche stehen. Ich habe es letzte Woche schon mal gefragt, deinen Kollegen. Wie ist die Einstellung bei dir persönlich? Drückst du den Elversbergern jetzt die Daumen, dass sie es schaffen, weil es einfach eine saarländische Mannschaft ist? Oder auch, weil sie dann eben im nächsten Jahr nicht mehr in der Liga sind und es dann vielleicht etwas einfacher für euch wird? Habe ich mir jetzt wenig Gedanken drüber gemacht. Also, ja, ich habe jetzt mit Elversberg nicht so gerade eine emotionale Verbindung. Von daher ist mir relativ egal, was sie machen. Aber ja, natürlich wäre es ganz gut, wenn sie aus der Liga sind und man einen in Anführungszeichen Konkurrenten weniger nächstes Jahr hat. Aber so jetzt, dass ich es für Saarland hoffe, das ist eher nicht der Fall. Du bist jetzt der Teamkapitän, ja auch in einer gewissen Art und Weise hast du ja eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft. Was denkst du, war es ein Fehler am Anfang der Saison, so tief zu stapeln, vielleicht viel zu tief zu stapeln? Und gleich die Frage, macht das vielleicht sogar nächste Saison schwerer, weil jetzt müsst ihr ja sagen, dass ihr aufsteigen wollt und dadurch steigt ja eventuell auch der Druck. Nee, ich glaube nicht, dass das ein Fehler war. Ich glaube, das war eine realistische Einschätzung, weil man halt einfach nicht wusste, wie das Ganze zusammenpasst. Wir hatten einen riesen Umbruch hinter uns mit so vielen neuen Spielern und bis das sich alles eingespielt hat, konnte man auch nicht unbedingt, denke ich, erwarten, dass wir jetzt souverän Dritter werden, was noch nicht ganz reicht, aber
alles in allem war es dann, denke ich, eine gute Saison und auf keinen Fall zu hoch gestapelt, zu tief gestapelt sogar. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es in der nächsten Saison funktioniert. Es sind ja einige Spiele wieder und in der Relegation geht es dann auch nochmal um die Wurst. Wie findest du das System Relegation? Ja, schwierig. Also bin jetzt nicht gerade der große Fan davon, aber man weiß halt vorher, was auf einen zukommt. Also man weiß vorher, wenn man Meister macht oder Zweiter wird, spielt man Relegation. Das ist halt einfach so. Ob das jetzt super positiv ist, dass man zum Beispiel wie Unterhaching Meister macht mit 25 Punkte Vorsprung und dann nachher vielleicht noch scheitern kann, das wäre schon verdammt ärgerlich. Wir sprechen gleich weiter, dann gehen wir mal wirklich näher auf dich ein im FDS-Magazin. Manu Zeitz, heute unser Gast. Unser Teamkapitän Manu Zeitz vom 1. FC Saarbrücken heute im FCS-Magazin. Wir haben jetzt ausführlich über die aktuelle Saison und die eingehende nächste Saison gesprochen, aber jetzt sprechen wir mal über dich. Ich kenne dich noch aus der FCS-Jugend, da haben unsere Wege sich auch immer wieder gekreuzt. Du bist ja ein Jahr älter als ich, da spielten wir schon ab und zu mal gegeneinander. Ich habe damals in der B-Jugend aufgehört. Wie ging damals der Weg für dich weiter? Es ging halt in die A-Jugend, dann ja, relativ schnell im zweiten A-Jugendjahr hat mich Dieter Ferner hochgenommen zu den Profis. Ja, dann 3 Jahre, Saarbrücken, erste Mannschaft, dann ging der Weg nach Nürnberg, von Nürnberg nach einem Jahr nach Paderborn, 2 Jahre, Cottbus und letztendlich bin ich dann wieder hier. Saarbrücken, die Heimat, kannst du sagen, dass du in der Heimat, einfach weil du dich hier vielleicht wohler fühlst, besser spielst als woanders? Es gibt ja immer wieder solche Spieler, die dann zu irgendeinem Top-Club wechseln und aber dort nicht zurechtkommen. Wie ist es bei dir? Na, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also klar, für Saarbrücken geht es auch außerhalb des Platzes. Also meine ganze Familie sind Saarbrücken-Fans. Dann hört man sich schon mal was an, wenn man jetzt nicht so gut gespielt hat oder so oder halt auch gut gespielt hat. Aber jetzt, was die Leistung direkt auf dem Platz betrifft, ist das, glaube ich, bei ziemlich jedem Verein gleich gewesen. Du hast ja schon die eben aufgezählten Stationen erwähnt. Das sind ja schon ganz gute Stationen, die du in deiner Karriere jetzt schon hinter dir hast. Gibt es da große Unterschiede gegenüber dem Saarland, dem 1. FC Saarbrücken? Ja, wenn man jetzt gerade Nürnberg holt oder zur damaligen Zeit Paderborn, dann war das halt schon nochmal 2 bzw. 3 Ligen oben drüber. Da merkt man dann halt schon Unterschiede, gerade bei Nürnberg, bei so einem Riesenverein. Aber ja, ich glaube, Saarbrücken ist immer noch top aufgestellt. Hätten wir jetzt ein eigenes Stadion, wären wir noch topper aufgestellt, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, Saarbrücken ist ein super Verein, für die Regionalliga eigentlich viel zu gut. Das stimmt. Das heißt natürlich Attacke nach oben. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Kannst du dir dein Karriereende sozusagen beim 1. FC Saarbrücken vorstellen, dass du den 1. FC Saarbrücken vielleicht auch irgendwann nochmal in die 2. Liga mitziehst? Oder würdest du natürlich auch einen Wechsel, wenn nochmal das Angebot käme, nicht ausschließen? Also ich habe absolut nicht vor, jetzt gerade nochmal zu wechseln aktuell. Im Fußball geht es immer schnell, deswegen will ich jetzt nicht hier irgendwelche Versprechen raushauen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, auch hier meine Karriere zu beenden. Also so viele Gedanken habe ich mir jetzt auch noch nicht drüber gemacht. Wir kommen gleich im 4. und letzten Teil des FCS-Magazins zu unserer traditionellen Rubrik. Was sich da gleich erwartet, wirst du dann erfahren. Bleib dran beim FCS-Magazin mit Manu Zeitz. Der 4. und letzte Teil des FCS-Magazins mit dem Teamkapitän Manu Zeitz. Wir haben eben ausführlich über deine Vergangenheit schon gesprochen und vielleicht bleibst du ja bis zum Ende deiner Karriere beim 1. FC Saarbrücken. Vielleicht ist es auch ein bisschen abhängig von dem, was du jetzt gleich antwortest, weil Peter Strapan zum Beispiel hat da sich einen ganz schönen großen Fauxpas geleistet. Ich stelle dir 2 Alternativen zur Verfügung und du musst dich dann für eine Alternative entscheiden und auch kurz erklären, warum. Diese Frage, wo dein Kollege Peter Probleme hatte, war Tofu oder Schwenker. Eigentlich brauche ich ja diese Frage gar nicht zu stellen, aber ich stelle sie dir einfach trotzdem. Ja, das ist natürlich ganz klar Schwenker. Also mit Tofu kann ich jetzt eigentlich gar nichts anfangen und ich esse sehr gern Schwenker und grille und schwenke mit Freunden. Von daher Schwenker. So wie sich das für einen Saarländer gehört. Was gibt es vorm Spiel? Ja, meistens Nudeln. Also ja, Nudeln gibt es vorm Spiel. Relativ viele Nudeln, Kohlenhydrate, Kartoffeln. Also da wird dann schon drauf geachtet, was es vor dem Spiel gibt.
Ja, natürlich wird da drauf geachtet. Also da gibt es jetzt keinen Schwenker unbedingt direkt vor dem Spiel. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe eine interessante Reportage gesehen über RB Leipzig, an welchen Schrauben dort überall gedreht wird. Also von der Ernährung, weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Das ist schon Wahnsinn, was da alles probiert wird, auch an der Feinmotorik und so weiter. Geht man da beim 1. FC Saarbrücken auch ähnliche Wege? Na, so extrem wie Leipzig, das kann man jetzt nicht vergleichen. Also ich habe jetzt die Reportage auch gesehen und ja, die haben einen eigenen Koch ja, wo den Essen auch für daheim gibt und das wird ja alles zu 100% kontrolliert von denen. Also so weit sind wir hier jetzt nicht. Wie würdest du das als Spieler empfinden? Findest du es gut, weil damit die Leistung wirklich zu 100% ausgereizt wird oder sagst du, das ist doch ein Stück weit zu viel des Guten? Ich kann es schwer einschätzen. Also Leipzig muss man momentan mit dem Erfolg halt recht geben, was sie machen. Und ja, es ist schon, sie sind sehr stark abhängig davon, von ihrer Intensität im Spiel. Und wenn sie das halt mit dem Essen dann nochmal verbessern können, dann gibt es ihnen in dem Moment recht, ob das jetzt auch so wäre, wenn sie alles essen würden oder nur gezielt auf die Ernährung achten wie andere Vereine. Ja, wie da jetzt der Unterschied ist, das kann ich nicht beurteilen. Ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig herauszufinden. Ob die nächsten beiden auf ihre Ernährung achten, weiß ich nicht. Ich gehe mal schon davon aus. Wen findest du den besten Fußballer, Messi oder Ronaldo? Messi. Also für mich ganz klar Messi. Aber ja, ist halt ein Streitgespräch. Sind beide jetzt wahrscheinlich nicht die schlechtesten, aber bei mir ist ja absolut Messi mit Abstand der Beste sogar noch. Dann bleiben wir beim Fußball. Bayern München oder Borussia Dortmund? Ja, für mich eher Bayern München. Warum jetzt genau das zu erklären, liegt wahrscheinlich von früher, von meinem Elternhaus so. Mein Vater war immer schon jetzt kein extremer Bayern-Fan, aber Sympathisant und hat ihn beigehalten. Und von daher ja, wurde das so in die Wiege gelegt. Also eher Bayern. Was wünschst du dir jetzt abschließend für die Zukunft, für den Verein, für die Fans? Jetzt bitte nicht das Stadion nennen, vielleicht ein anderes Thema. Abschließend auf die Saison gesehen, wünsche ich natürlich eben den Saarland-Pokal und damit es noch eine schöne Feier gemeinsam gibt, wenn wir das Ding endlich mal wiederholen würden. Und ja, auf die Zukunft ja, wäre das dann irgendwann auch mal in einem eigenen Stadion, muss ich doch sagen, mal wieder höherklassigen Fußball zu sehen. Stört sich persönlich? Ich finde die Rahmenbedingungen Völklingen sind mittlerweile auch sind sehr gut, aber ein eigenes Stadion zu haben, ist trotzdem viel, viel besser. Und wenn ich jetzt gerade an Winter denke, wo zwei Mannschaften mit Völklingen uns auf dem Platz spielen, ist das schon eine kleine Beeinträchtigung, weil der Platz halt sehr stark beschädigt wird. Und ja, ich finde, eine Landeshauptstadt, die braucht auch ein eigenes Stadion. Da gebe ich dir recht und das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Leider wird es nicht so schnell passieren, aber mal abwarten, was da noch alles passiert. Manu Zeitz, vielen Dank, dass du heute da warst, der Teamkapitän des 1. FC Saarbrücken beim FCS-Magazin. Wir drücken euch die Daumen natürlich für das letzte Ligaspiel und für den Saarland-Pokal. Dankeschön.